Leider ist es sehr windig heute. Überall da oben verbläst den Schnee. Das Wetter ist zwar wunderbar, aber mit dem Trainieren ist es leider trotzdem schwierig bei dem Wind. So, wir sind in einer typisch chilenischen Berghütte und genehmigen uns eine weiße Schokolade zum Aufwärmen. Lecker. Bisschen Musik dazu und ein kleines Schwein aufgehängt. Also soeben wurde beschlossen, dass morgen frei ist. Die Trainer haben sich gleich zu einer Poolparty hinreißen lassen. Das Wetter wird schlecht, morgen soll es Schnee geben. Daher freier Tag und ein bisschen Party für unsere Trainer. Also heute freier Tag. Der Lift läuft zwar, aber das Wetter ist echt ziemlich schlecht. Hat viel geschneit. Deswegen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Guten Morgen. Wieder mal ein wunderschöner Tag. Ich bin gerade auf der Besichtigung von der Abfahrt. Und wir kommen jetzt gleich an die Stelle hin, an der sich meine Schwester so schwer verletzt hat. Sehr unübersichtliche Welle. Rutschen wir mal hin. Also man sieht hier wirklich überhaupt nicht, wo es hingeht. Das ist der Übergang. Dann wird es richtig steil. Bitte nicht, bitte nicht. Andi. Wir sind hier in den Toilettenräumen des Restaurants, also es ist, naja, nicht ganz so gemütlich, aber wir kommen hier jeden Morgen rein, um uns fertig anzuziehen und nochmal auf Toilette zu gehen. Und naja, es ist nicht ganz der Standard, den wir gewöhnt sind, aber hilft ja nichts. Wahnsinn, vier Paar Abfahrtski. So einen starken Servicemann habe ich. Maria am Start. Maria weg. Wir haben jetzt noch eine Nacht hier in Santiago verbracht, in einem wunderschönen Hotel, das Hyatt, mitten in der Stadt. Gestern war leider noch Stromausfall, deswegen hat es mit dem Abendessen etwas länger gedauert, aber jetzt haben wir es quasi überstanden. Wir fahren jetzt dann los zum Flughafen und freuen uns alle sehr auf zu Hause.